Hola Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Brotherhood. Wir haben letztes Mal hier aufgehört, haben diesen Tunneleingang ausgebaut und heute geht es dann auch direkt weiter mit unserer Story-Quest, die ist aber in die andere Richtung, genau hier lang. Und ja, dann werden wir mal gucken, was wir heute so schaffen. Ich denke mal, die Story Quest werden wir auf jeden Fall fertig kriegen. Denn die dauern ja meist nicht ganz so lange. Es sei denn, man stellt sich sehr blöd an. So, aber bevor ich hier reingehe und das direkt wieder startet, will ich nochmal kurz rekapitulieren, was hier eigentlich passiert ist, weil das ist ja bei Bartolomeo. Und wir waren bei Bartolomeo und Bartolomeo führt gerade einen Krieg gegen die Franzosen. Und die Franzosen haben seine Frau entführt, Penthesilea. Und Penthesilea müssen wir jetzt irgendwie befreien. Die wurde eben entführt. Und der Franzosenanführer verlangt eben, dass Bartolomeo sich ihm ergibt. Widerstandslos und... Ah, es geht nicht los. Damit er seine Frau wieder kriegt. Oh, wir können hier noch was ausbauen. Und das geben wir den Kurtisanen, denke ich, ja. Das ist hier erstmal schön ausgebaut. So, und wir müssen jetzt Penthesilea befreien. Und offenbar hat Ezio einen Plan, aber ich weiß noch nicht ganz, wie der lauten wird. Hier stehen jetzt auch schön Mädchen rum. Super. So, dann machen wir mal los. So, und ich halte wieder meine Klappe bei der Zwischensequenz. Nun, habt ihr einen Plan? Im Innern können eure Männer die Lagerwache überwältigen, korrekt? Ja, aber... Besonders dann, wenn die Patrouillen komplett überrascht werden. Ma certo! Dann müssen wir uns französische Rüstungen besorgen. Am Morgen gehen wir dann einfach rein. Ha! Ezio Auditore! Ihr seid wahrlich ein Mann nach meinem Geschmack! Magnifico! Ich hole die Rüstungen. Meine Männer nehmen sie den Toten ab! Wir werden aus dem Norden kommen, um keinen Verdacht zu erregen. Und Ezio, ihr müsst sie kampflos überwältigen. Die Rüstungen müssen sauber sein. Ach du je, kampflos. Oh Gott. Französischer Kuss zur Täuschung des Baron de Valois. 20 französische Soldaten in den römischen Ruinen eliminieren, damit Bartholomäus Männer ihre Rüstung stehlen können. Volle Synchronisation nicht entdeckt werden. Ach du Kacke. Na, das kann ja heikel werden. Und vor allem... hat Bartolomeo gerade gesagt, dass wir sie kampflos eliminieren sollen. Und wie das gehen soll, frage ich mich gerade. Das weiß ich nämlich nicht. So, wir gucken mal auf die Karte, was hier am nächsten ist. Na, die sind alle relativ weit. Ach, ich denke, wir gehen mal zu den da unten, wo ich gerade eh schon hin wollte. Das passt, denke ich. Und dann gucken wir mal, dass wir den Baron de Valois... keine Ahnung... Ich denke, ich spreche es richtig aus. Ich hatte immerhin Französisch in der Schule, aber... Naja, wir werden sehen. Oh, hier ist direkt Sperrgebiet und da laufen zwei Wachen drumherum. Oh Gott. Und ich will natürlich nicht entdeckt werden. Das ist ja klar. Wir wollen ja hier das mal schaffen, mit dem nicht entdeckt werden. Ich hoffe mal, das kriegen wir hin. Okay, da sind schon mal welche drin. Wir haben auf jeden Fall unsere Assassinen mit. Dann schicken wir die jetzt da einfach mal rein. Ja. Oh, Herausforderung für Assassinen beendet, cool. Oder sieht uns gerade einer schnell aus dem Sperrgebiet raus, dann sieht er das nicht. Und unsere Assassinen machen hier einen guten Job, haben schon zwei eliminiert, super. Giftpfeile, ich will Giftpfeile. Giftpfeile sind immer gut. Ui, drei Stück schon. Ah, jetzt sehe ich den Typ nicht, natürlich. So, komm her. Ich möchte dich giftfeilen. Los. Was macht er nicht? Toll. Ja, also irgendwie, ich glaube, ich dachte eigentlich, wir hätten die Giftpfeile gekauft. Bei Leonardo. Dann machen wir es eben so. Zack. Mal mit der Armbrust. Die Armbrust. Hey. Und die da drin kämpfen jetzt auch schön. Gegen die zwei. Ich kann denen dann jetzt nicht wirklich helfen, weil ich sonst entdeckt werde. Da kommen noch zwei, die patrouillieren hier. Da hinten sind auch noch zwei, die patrouillieren. Davon werden wir jetzt mal einen so wegholen. Dann sieht der andere uns nicht, wenn wir hier hinten stehen. Und wir können den auch noch wegholen. Genau, so.
Okay, da kommen jetzt gleich zwei Wachen hier rum. Ich würde denen da drin ja gerne helfen. Ey, da ist ja noch mehr. Da ist aber... Ach, scheiße, hier ist gleich das Schwergebiet von Borgia. Hier ist ein Borgia-Turm noch. Ach, du je. Na, das ist ja super. Da haben wir uns ja den besten Platz hier ausgesucht für das erste Franzosengebiet. Toll. Aber weißt du was? Ich gehe jetzt da einfach rein. Und da ich ja nicht helfen kann, wirklich, und ich will aber nicht, dass sie verrecken, mache ich jetzt einfach mal eine Rauchbombe dahin. Und zack! Dann können sie den nämlich in Ruhe töten. Und wir haben jetzt hier allein in dem ersten Gebiet schon total viele getötet. Hier müssten noch welche sein. Oh, eine Truhe. Truhe, Truhe, Truhe. Ui, schön viel Sachen. Ach du Scheiße, da kommen direkt welche. Aber den schicken wir auch einfach unsere Assassinen auf den Hals, denke ich mal. Oder? Ja, das machen wir mal so. Tada! Direkt 10 Stück getötet. Sauber, sauber. Und dann geht's auf zum nächsten Punkt. Wir müssen, glaube ich, gar nicht alle von denen abarbeiten. Ich dachte erst, wieso jetzt auf einmal 11? Ja, auf einmal ist da noch einer. Na gut, egal. Wir müssen, glaube ich, gar nicht alle diese Stützpunkte abarbeiten, um die 20 Rüstungen zu holen. Denn, wie ihr seht, haben wir ja gerade in dem ersten schon 11 Stück geholt. Und da denke ich mal nicht, dass wir da noch so viele machen müssen. Hier ist jetzt das nächste Gebiet. Ich suche mir mal hier irgendwie einen Weg rein, weil ich will jetzt nicht durch den offenen Eingang. Das ist, glaube ich, nicht so schlau. Vielleicht ist hier ja wieder so ein kleineres, also wo der Zaun ein bisschen kleiner ist. Ja, wir holen erstmal unsere Assassinen wieder. Ui, der kommt angeritten. Und die locken direkt ein paar raus. Hi du. Ich will mich da gar nicht in den Kampf einmischen, ne? Deshalb stehe ich hier gerade so ein bisschen teilnahmslos. So. Wow, der hat eine Pistole. Nice. Okay. Okay, nehmen wir auch mal unsere Pistole. Bam. Können wir denen ein bisschen helfen. Solange die anderen Wachen das eben nicht sehen, dass wir denen helfen, weil wir sonst entdeckt werden würden. Und das will ich ja nicht. Ach scheiße, das geht nicht. Huch. Jetzt kommt da noch so ein Borgia an. Guck, da auf dem Pferd. Das ist ein Borgia. Naja, aber den holen wir mal weg. Bam. So, da haben wir noch welche. Holen wir noch mehr Assassinen, denn noch mehr Assassinen stehen uns ja zur Verfügung. So. Jetzt haben wir schon 19 von 20 und hier drinnen sehen wir noch einen roten Punkt. Also auf der Karte unten rechts. Und dann holen wir einfach noch einen weg. Aber was mache ich mit der Armbrust? Das ist leiser. So. Und dann haben wir es geschafft, unentdeckt zu werden. Jetzt haben sie uns entdeckt, aber das ist mir jetzt so egal. Nein, da will ich nicht. Ha! Das war doch super. Ui, und eine neue Erinnerung an Christina ist verfügbar. Und wir haben es geschafft, ohne entdeckt zu werden. Yeah! Und wir haben noch mehr Herausforderungen geschafft. Toll. Und uns wurde ja gerade gesagt, dass eine Christina-Erinnerung freigeschaltet wurde. Und die ist da, da drüben. Und hier ist ein Diebesauftrag. Ja. Tunneleingang. Wir könnten den Tunnel nehmen und dann... Wo gehen wir denn hin? Ja, ich würde sagen, da. Damit kommen wir am schnellsten zu der Christina-Erinnerung. Da ist dieses gebrochene Herz. Und dann machen wir uns jetzt mal auf zum Tunneleingang, weil dann müssen wir nicht durch ganz Rom laufen. Denn wir haben die ja nicht umsonst hier ausgebaut, die Tunnel. Und dann haben wir eine neue Christina-Erinnerung. Ich weiß gar nicht, wie viele wir schon gemacht haben. Oh, eine Truhe! Truhe, Truhe, Truhe. Pomandern. So, wie gesagt, ich weiß gar nicht, wie viele von den Christina-Missionen wir schon gemacht haben. Positiv viele Wachen. Also, das war dieser Franzosenstützpunkt, glaube ich. Mal wieder. Ja, hier sind auch schon wieder Franzosen. Toll.
Ja, hier haben wir ja heute den Part gestartet. Ja, das sind Franzosen, die haben diese blauen Rüstungen. Okay, wo müssen wir denn hin? Nee. Ja, Campidoglio. Auf so ein Campidoglio. Oder Campidoglio, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Ich kann, wie gesagt, kein Chinesisch. Kein Italienisch, meine ich. Aber, ja, wie gesagt, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich meinen Satz schon beendet habe. Ich weiß nicht, wie viele Christina-Erinnerungen wir schon hatten. Wir hatten auf jeden Fall schon welche. Ich glaube, es waren 2 oder höchstens 3. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass wir 2 hatten bisher. Na, los. Ich auf den Schneider. Auf die Christina-Mission, die will ich mir ja markieren. Denn, ach, das weiß ich gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Wenn ich mir was markiere, wird mir das ja unten auf der Minimap angezeigt. Und so kann ich mir eben auch Missionen anzeigen lassen, die halt sehr weit weg sind. Weil normalerweise werden auf der Minimap unten nur unsere Story-Quest meist angezeigt. Also unsere Hauptmission. Und die eben egal, wie weit sie weg ist. Und es werden nur die Dinge, die wir halt in der Gegend haben, angezeigt. So ist denn die. Oh, hier können wir noch was ausbauen. Toll. Ein Schneider. Sarto. Dann hängt das Schild auch nicht mehr schief, hoffe ich. Ist mir noch nie aufgefallen, dass die Schilder schief hängen. Nee, jetzt hängt es nicht mehr schief. Toll. Invero, es ist fahrlässig, hier vorbeizugehen, ja, sehr schön. Ohne sich meine fantastischen Waren anzuschauen. Was machen die denn da? Okay, weint sie? Oder was war es? Egal. Naja. Und hier steht eine Christina. So, dann sprechen wir die mal an. Also ich weiß ja nicht, ob ihr das wusstet, aber diese Christina-Erinnerung kriegen wir immer da, wo eine Person steht, die uns an Christina erinnert. Also ja, und hier können wir sie nicht fangen. So, jedenfalls kriegen wir die immer da, wo wir eine Frau sehen, die Christina sehr ähnlich aussieht. Und da erinnern wir uns dann immer an Christina. Und wir können sie eigentlich nicht... Hä? Oh, eigentlich können wir sie nicht fangen. Aber offensichtlich ging es gerade. Naja, egal. Ezio! Was tust du hier? Ich kam gerade nach Florenz zurück. Schau dich an. So schön wie eh und je. Aber Ezio, es... Es ist 2 Jahre her. Und ich habe nur an dich gedacht. Aber Ezio... Was ist denn? Ich bin verlobt und werde heiraten. Mein Vater drängte mich zu einer Entscheidung. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Es ist Manfredo! Er wird ihn umbringen! Wer? Ein Kerl, an den er Geld verlor. Er hat ihn zum Ende der neuen Brücke gezerrt. Wer zur Hölle ist Manfredo? Mein Verlobter. Trauzeuge, Christinas Verlobten Manfredo vor den Spielern rennen. Na super, jetzt dürfen wir dem auch noch helfen, oder er sich einfach an unsere Frau ranmacht, nur weil wir nicht da sind. Das ist ja toll. Also Ezio schien da auch nicht gerade begeistert, als er das gehört hat, dass sie verheiratet ist. Ach, scheiße. Egal. Boah, guckt euch unser Leben an. Wir haben ganz schön viel. Und wir haben 10.000 Florinen. Im Prinzip könnten wir was kaufen. Ui. Das wollte ich eigentlich nicht, aber gut. So, und wir sind schon da. Puh. Ah, hier waren wir schon mal. Wenn ihr euch erinnert, in Assassin's Creed 2 waren wir hier sogar. So, dann mach sie mal fertig. Im Prinzip könnten wir sie auch ins Wasser schubsen. Die können nämlich nicht schwimmen. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen, dass Manfredo hier nicht auch ins Wasser fällt. Ja, Vollidiot. Aua. Ja, los, greif an. Hä, hast du irgendwie ein Problem? Der läuft immer vor und dann wieder zurück. Lol. Kleiner Bug. Achso, wenn ich auf ihn zuläufe, dann macht er was. Okay. Ja, ist gut. So. Jetzt haben wir es schön mit dem Konter getimt. Grazie, Signore. Ihr wisst nicht, wie knapp. Oh, ey! Wartet! Was tut ihr denn? Liebst du sie? Was? Ob du sie liebst? Christina! Die Frau, die du heiraten sollst. Ja, das tue ich. Ich schwöre es. Tötet mich jetzt und ich sterbe voller Liebe zu ihr. Du wirst nie wieder spielen, verstanden? Niemals, Signore.
Du wirst hier ein guter Ehemann sein. Oder ich spüre dich auf und bring dich um. Wie sie stöhnt. Ihm geht's gut. Er wird dir ein guter Mann sein. Dafür habe ich gesorgt. Was? Tja, also, was mir gerade mal so aufgefallen ist, beziehungsweise schon eben bei der anderen Sequenz, wo er sie so an der Wange gestreichelt hat, seine Hand ist ganz schön groß. Also, im Vergleich zu ihrem Gesicht war das schon ganz schön groß. Wenn ihr das nicht gesehen habt, spurt doch nochmal zurück. Ich glaube, das war so bei... Ach, keine Ahnung. Es war auf jeden Fall gerade eben. Und ja, die war auf jeden Fall ganz schön groß. Ist ja schon ganz schön ein Gentleman. Ganz schön lieber Mann. Dass er sie da einfach so den anderen heiraten lässt, obwohl er sie ja liebt. Und sogar dem hilft. Nur damit sie einen guten Mann hat. Tja, obwohl er da wahrscheinlich ganz schön eifersüchtig war. So, ich suche hier gerade den Steckbrief. Ach, da ist er. Yay. Sehr schön. Und, naja, mein Wecker hat schon geklingelt. Von daher mache ich für heute erst einmal Schluss. Wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder mit Let's Play Season 3 Brotherhood.